Das dauert ein bisschen bis Kobold Andrastes, ich habe die Geschichten gehört. Wir alle haben sie gehört. Wir wissen, was ihr bei der Bresche vollbracht habt. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, my Lord. Späherin der Inquisition Harding, zu euren Diensten. Ich werde, wir alle hier werden tun, was wir können, um euch zu helfen. Cool. Harding, hm? Wart ihr je in der Oberstadt von Kirkwall? Nicht, dass ich wüsste. Warum? Nur so ein Gedanke. Was hieltet ihr von Knallharding in der... Ah, vergesst es. Wie ist die Lage hier draußen in den Hinterlanden? Wir kamen hierher, um beim alten Stallmeister von Radcliffe Pferde zu beschaffen. Ich bin hier aufgewachsen und die Leute haben immer gesagt, Dennets Pferde wären die stärksten und kräftigsten auf dieser Seite der Frostgipfel. Leider kommen wir aufgrund der täglich zunehmenden Gewalt zwischen den Magiern und Templern nicht zu ihm. Nur der Erbauer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Mutter Giselle hilft den Flüchtlingen und Verwundeten bei der Wegkreuzung. Unseren letzten Berichten zufolge hat der Krieg auch dieses Gebiet erreicht. Corporal Vey und unsere Männer tun, was sie können, um die Leute zu beschützen. Sie werden allerdings nicht mehr lange durchhalten. Ihr solltet jetzt besser gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Krasse Sache. Okay. Hier ein Stück weiter. Hier ein Stück weiter. Da ist Inna. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Okay. Jetzt müssen wir dahin. Kriegt ja auch noch ein Reittier. Also die Rüstung sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. Interessante Lektüre. Das sollten wir uns vielleicht mal ansehen. Na, ein bisschen machen wir noch. Ein bisschen machen wir noch. Mutter Giselle müsste hier irgendwo sein. So schnell kann ich mit dem Spiel ohne aufhören. Oh. Sag mal hier. Okay. Also kann ich auch Steine wieder einsammeln. Inquisitionstruppen. Sie versuchen die Flüchtlinge zu beschützen. Sieht aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen. Wartet! Wir sind keine Ankündigen. Ich fürchte, das interessiert Sie nicht, Zuhörer. Ich muss mal gucken, ich Charakterbogen. So. Ich habe 3 Fähigkeiten. Das muss ich nur zuweisen. Wieso habe ich das nicht mehr?
Drogen, Sabotage, Tarnung. Drogen. Kann ich gar nicht machen? Warum kann ich nicht machen? Wieso kann ich denn jetzt hier nichts machen? Das würde ich jetzt echt mal wissen. Ich würde vor allen Dingen diese Fähigkeit gerne mit drin nehmen. Okay, sind derzeit nicht verfügbar, okay. Bestimmt, weil ich in der Schlacht bin. Ja, müssen wir halt ohne auskommen. Wir sind keine Templer. Wir wollen euch nichts Böses. Das scheint sie nicht sonderlich zu interessieren. Oh, war eine Falle. Haltet euch bereit, da kommen noch mehr. Ach so, falsch, ist ja mit L. So, wo kommen die? Ich sehe keinen. Ach da. Oh, das brennt so ja das Schwert. Das ist ja geil. Na, da hätten sie wenigstens so machen können, dass ein Schurke zwei davon hat. So, das ist meine. Was ist denn das? So, muss ich die erstmal besiegen, dass ich weiß, was das ist. Gebiet erobert, so wie es aussieht, oder? Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können.
Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle. Die bin ich. Und ihr müsst der Herold Andraste sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? Bin ich deshalb hier? Verbindung zum Dragon Age Server ist abgebrochen, okay. Wolltet mich sprechen? Ja, ihr wolltet mich sprechen. Mir wurde gesagt, ihr wollt mich sprechen. Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Was geschehen ist, war schrecklich. Furcht lässt uns verzweifeln, macht uns aber hoffentlich nicht unvernünftig. Geht zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr kein Dämon seid, den sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Ihr wollt, dass ich sie für mich einnehme? Wäre ich der Ansicht, das könnt ihr nicht, würde ich es nicht vorschlagen. Sie mir überhaupt zuhören? Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Okay. Es ist gut, dass ihr das macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat, aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken. Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt oder zerstört. Ich werde nach Haven gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Okay. Corporal Vale koordiniert die hiesigen Anstrengungen der Inquisition. Wir sollten mit ihm reden. Ich will dieses Banner, aber... Ja, was ist das? Ich würde jetzt echt sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und mache meine Bewertung, also meine, gebe meine Meinung zum neuen Dragon Age ab, dass ich hier auch mal das noch bearbeiten kann und schneiden, bearbeiten, hochladen und so. Ja, komm, Zwerg, bleib hier, ich will. Na kommt. So. So. Gucken sie alle woanders hin. Jetzt gucken sie zum... Ja, scheiße, sie gucken nicht dahin, wo sie hingucken sollen. Ich danke euch. Ja, dann zeigt mir halt den Rücken, ey. Leck mir doch mal Arsch. Ja. Also ich bin vom neuen Dragon Age absolut begeistert.
nicht nur, dass man endlich wieder Dragon Age spielen kann, auch die ganze Machart ist so wie früher. Hat sich nicht wirklich viel getan. Also Grafik sauen, klar, davon rede ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt rein vom Spielfeeling, das Empfinden des Spiels und die Steuerung. Da gibt es schon ein paar Innovationen, klar. Aber ist so lange her, dass ich, wo ich Dragon Age 1 und 2 gespielt habe, dass ich jetzt auf Anhieb nicht so weiß, was sie da noch verbessert haben jetzt. Die Icons logischerweise haben sie verbessert. Das ganze Menü hier, das ist jetzt ein bisschen anders gestaltet. Und vor allen Dingen, wenn ich hier auf Charakter gehe und wenn ich sage hier das und jetzt... hier kann ich da zuweisen. So, ich habe das mit den Schwertern drin, ich habe das drin, das habe ich nicht drin, das will ich auf zuweisen. R1. So, jetzt habe ich das zugewiesen. Das sieht jetzt hier alles etwas schicker aus. Das war vorher nur so ein schwarzes Bild mit so. Und dann konnte man da halt aussuchen, dann hat man links und rechts oder oben war das. Oben waren es Kreise und keine so Wappen und Fahnen. Und dann konnte man das auch so zuweisen. Das sieht jetzt aber hier alles schon ein bisschen schicker aus, finde ich. Auch wenn ich jetzt hier zwischen den Charakteren hin und her wechsle. Hier zum Beispiel, so. Da Heiltrank kann ich nehmen und... Geläuterter Charakter. Ziel, geläuterter Charakter. Ach, hier kann ich auch Ziele auswählen. Okay. Und hier bei den anderen sehe ich es dann halt auch. So. Also das finde ich echt geil. Grafik ist absolut klasse. Also wenn ihr das Gras zum Beispiel seht, hier, ich mache das mal so, dass ihr das seht, wie sich das hier hin und her bewegt. Und auch die Bäume und da hinten das Wasser. Es sieht wirklich extrem geil aus. Also damit ist BioWare mal wieder was extrem Geiles gelungen. Ihr habt ja gemerkt, ich habe in der Gameplay-Review leider nicht so viel reden können, weil ich einfach perplex vom Game war. Ich bin gleich wieder reingekommen, auch wenn ich die ganze Steuerung und das alles nicht mehr so hundertprozentig im Kopf habe. Ein bisschen ist ja hängen geblieben noch vom Alten. Und man kommt eigentlich ziemlich schnell wieder rein ins Spiel. Und es macht so extrem Fun. Diesen Multiplayer werde ich auch mal antesten, da werde ich auch mal ein Video zu machen. Aber oh, es ist einfach geil. Es ist geil, es macht Spaß und ich bin einfach perplex. Ich finde es geil, dass ich es endlich habe und endlich zocken kann. Grafik top, Sound top, Steuerung klasse und scheint auch eine relativ offene Welt zu sein. Zwar auch ziemlich geradlinig, aber man hat auch links und rechts irgendwie Wege, die man lang gehen kann. Das muss ich alles erstmal noch beobachten. Ich hoffe nur, dass sie hier das verbessert haben, was mich in 2 gestört hat. In 2 war zum Beispiel so, wenn wir in der Höhle drin sind, also man hat verschiedene Punkte gehabt auf der Landkarte und in dem E-Gebiet war halt so eine Höhle, da muss man öfters mal hin, wegen irgendwas, aber war halt immer ein anderes Gebiet und sobald man in eine Höhle reingekommen ist, es war immer dieselbe Höhle. Also in 2 gab es eine einzige Höhle. Eine einzige. Und die hat sich nur unterschieden, dass manchmal manche Wände zu waren, manchmal waren die offen und dass man entweder von hinten oder von vorne oder von der Seite irgendwo hingekommen ist, aber die Höhle ist exakt immer die gleiche gewesen. Nur die Wege, die man gehen konnte, haben sich dann leicht unterschieden. Und ich hoffe, dass sie das hier endlich mal behoben haben und verbessert haben, dass es nicht das gleiche ist. Hier kann man auch wieder schön auswählen zwischen neutralen Antworten, bissigen Antworten. Hier haben sie jetzt aber hinzugefügt, nicht nur neutral, aggressiv und warte mal, friedlich, neutral, aggressiv. Hier kann man auch noch traurig und hier gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten.
Man kann auch wieder nachfragen und zu bestimmten Sachen, habt ihr ja gesehen, wenn das Fragezeichen ist, kann man nachfragen und dann erfährt man noch was darüber. Und dass man jetzt auch mit dieser Webseite, dass man da seinen Spielstand von 1 und von 2 importieren kann und das hier mit rübernehmen kann, der hat ja alle meine Waffen und so synchronisiert. Also ich denke mal, wenn ich im Spiel weiter voran bin, werde ich irgendwann in meinem Haus irgendwo eine Kiste, ich weiß es nicht, und da wird meine Blutdrachenrüstung und meine Dead Space Rüstung drin sein und hast du nicht gesehen. Sobald ich soweit bin, denke ich mal, werde ich davon auch nochmal ein Video machen, damit ihr da so einen Überblick habt, ob das nur geht oder nicht. Wenn es natürlich nicht geht, irgendwann, dann werde ich dann sagen, hier Leute, ich hab's zwar synchronisiert, aber geht nicht. Also ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde später nochmal ein Dragon Age Video machen. Musstet aber erstmal eine Weile spielen, rinkommen, ein bisschen weiterkommen. Und dann kann ich euch auch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal weiter suchten. Die Nacht ist noch jung, also der Abend ist noch jung. Die Kleine schläft, also meine Tochter. Und Papa kann ein bisschen zocken. Ich würde dann die Gameplay-Review hiermit beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.